Ich heiße Elke Bremer und arbeite jetzt seit 4 Jahren hier fürs Puppentheatermuseum. Wir sind ja recht versteckt im Hinterhof an der Karl-Marx-Straße. Draußen ist ja Tumult und hier ist es schön ruhig. Dieser Ort ist halt so ein Hybrid aus einem Museum. Er besteht aus einer historischen Sammlung und er dient aber auch als Spielstätte für Figurentheater. Da haben wir unser Büro und da haben wir auch noch eine größere Sammlung an Büchern zum Thema Puppenspiel und Puppenbau. Hier ist unser Workshop-Raum. Man kann nämlich hier auch an Workshops zum Marionetten- und Figurenbau teilnehmen. Das ist hier der Arbeitsplatz von Ina Durand, eine Puppenspielerin aus Chile, die zurzeit auch in Berlin ist und hier arbeitet. Sie macht immer solche kleinen Stabfiguren und spielt alles aus so einem Koffer raus mit so ganz fantasievollen Hintergründen. Hier oben zum Beispiel, guckt mal, hier ist zum Beispiel das Knusperhaus. Also was hier immer den meisten Spaß macht, ist eben, wenn wir Gruppen haben. Wir machen für Kinder ja auch Führungen, wo die Kinder dann auch spielen dürfen, mitspielen dürfen, ein Märchen erzählt wird. Wir haben den immer ohne Kleidung, dass wir den Kindern halt zeigen können, wie genau er funktioniert. Und das ist ja ein simples Modell. Die hat hier so eine Wippe, wo man die Beine bewegen kann, dass er laufen kann. Und wenn die Kinder ein bisschen größer sind oder auch Erwachsene, die dürfen dann auch selber mal ihr Glück probieren. Also ich finde, man hat mit Puppen halt einen gewissen Abstraktionsgrad und es funktioniert. Ich sehe das ja auch, wenn Leute das ausprobieren oder auch bei Kindern. Dieses tote Objekt, was durch das Spiel belebt wird, gerade Kinder nehmen das ja sofort auch als lebendig wahr. Aber sogar Erwachsene nehmen das dann auch für den Moment als lebendig wahr. In dem Moment lässt man sich ja auf diese Illusion total ein. Und dadurch, dass dann auch Tiere sprechen können und so weiter, hat man natürlich Möglichkeiten, die man sonst gar nicht hat. Es sind ja teilweise ganze Ensembles, eben noch aus Zeiten, als Schaustellerfamilien übers Land zogen mit ihren Figuren, ihren Hintergründen, ihrer ganzen Ausstattung. So dass man halt auch noch sehen kann, wie das früher konkret als Inszenierung auf der Bühne ungefähr ausgesehen hat. So um 1800, 1850 rum, da war das Puppentheater nicht für Kinder gedacht, sondern eher für die Landbevölkerung. Man hat einfach das Theater, was in den Städten auf den Bühnen gespielt wurde, en miniature als Marionettenspiel aufgeführt. Und so war das halt für sie eine Möglichkeit, auch ein Theatererlebnis zu haben, in dem diese Marionettenbühnen aufs Land kamen. Aber das Puppenspiel ist ein weiter Bereich. Es gibt da sehr viele Facetten. Heutzutage ist es weit gefasster. Das nennt sich jetzt Objekttheater. Mittlerweile gibt es halt Leute zum Beispiel, die viel mit Puppen arbeiten, zum Beispiel für solche Klimageschichten hier, Karneval der Zukunft oder was auch immer, die solche Recycling-Großfiguren bauen. Ich würde, glaube ich, nicht gerne hier übernachten wollen, weil dann wäre es mir doch etwas unheimlich. Wegen Geräusche und diese Figuren und die Kombination daraus kann einem vielleicht doch etwas um den Schlaf bringen.